Herzlich willkommen zu unserem achten Video. Heute geht es um Dauerredner und Dauerrednerinnen und wie man sie stoppen kann. Genau, es geht um das Thema, wie stoppen wir Monologe, und das ist etwas, das kennen wir ja alle. Aber bevor wir darauf eingehen, möchte ich noch was kurz sagen. Es ist ja unser achtes Video und wir haben schon bisher also 7 Videos gedreht. Die kann man übrigens liken, die kann man abonnieren. Und das letzte Mal haben wir ja ein Video, ja gleich wird das noch fertig. Und das letzte Mal haben wir ja ein Video gedreht über die 5P-Methode, eine Methode, wie man zu Content kommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist zum letzten Video noch, das ist zum Beispiel, wenn man was Social Media schreibt oder Newsletter schreibt, dann fehlt einem oft ja der Content. Und da ist es wichtig. Das ist alles wahnsinnig wichtig und ich finde unsere Videos auch super. Heute geht es aber darum, wie man Dauerredner und Dauerrednerinnen stoppen kann. Ja. Und auf das sollten wir uns jetzt konzentrieren. Genau, machen wir das. Kennen Sie sicherlich, in einer größeren Gruppe, in einer kleineren Gruppe, moderiert, unmoderiert, es gibt da eine einzelne Person, der das Wort nicht zu entziehen ist. Was macht man da? Und da haben wir verschiedene Rollen. Passiert uns das im Moderationskontext, also als Moderatorin oder als Moderator oder als Teilnehmende oder einfach nur im Gespräch? Gehen wir mal davon aus, wir moderieren etwas und da tritt so eine Person auf, dann ist es nicht nur unsere Möglichkeit, sondern unsere Pflicht, so eine Person zu stoppen, weil jemand, der die ganze Zeit redet, ist eine Störung. Und eine Störung hält uns davon ab, unser Ziel zu erreichen. Und in einer Moderation sind wir mit dem Ziel verbunden und natürlich mit allen Teilnehmenden allparteilich. Deswegen kann es nicht sein, dass nur eine Person sich Raum nimmt. Ich habe da mehrere Möglichkeiten. Eine davon in einer Moderation ist natürlich die Methodenauswahl. Genau, wenn immer eine Person redet, dann werde ich vielleicht auf Karten zurückgreifen, wo alle gleichermaßen zu Wort kommen. Oder ich werde Regeln vereinbaren. Die kann ich zum Beispiel auf einen Flipchart schreiben und eine Regel kann sein, jeder hat nur eine bestimmte Redezeit. Das kann man übrigens auch natürlich mit einer Sanduhr oder ähnlichem stoppen. 1,5 Minuten zum Beispiel nur Redezeit für jeden. Eine ganz wichtige Regel ist, wir lassen einander ausreden mit einer Ausnahme und das ist die Moderation. Denn die Moderation hat eben die Pflicht und manchmal die Aufgabe zu unterbrechen im Sinne der Zeit, weil sie auch auf die Zeit achtet und im Sinne des Prozesses, um das Ziel zu erreichen. Und das sage ich vorher, lasse es mir von allen Teilnehmenden auch bestätigen und abnicken. Und dann habe ich nämlich im Moderationsprozess die Leute hinter mir im Rücken und kann sagen, wir haben das vereinbart, an dieser Stelle muss ich unterbrechen. Genau, das ist also keine Unverschämtheit, jemanden dann zu unterbrechen, sondern es ist die Pflicht einer Moderation und darauf kann man sich auch berufen. Und so eine Regel verleiht mir in der Moderation auch einen gewissen Status. Ja? Ich setze vorher ganz klare Zeichen, so funktioniert das hier und ich sorge für den Ablauf und dazu brauche ich das und das. Ganz wichtig ist es, egal ob ich jetzt Moderator bin oder Teilnehmer, Teilnehmerin, zu erkennen, die wenigsten reden permanent, weil sie bösartig sind oder weil sie niemandem anderen das Wort geben wollen. In der Politik gibt es das vielleicht, dass man dauerredet, damit der Interviewer nicht durchkommt. Aber wir gehen einmal davon aus, das ist normalerweise nicht so. Sondern? Die meisten Menschen reden ununterbrochen, weil sie sich ein bestimmtes Bedürfnis damit versuchen zu erfüllen, zum Beispiel gehört zu werden, zum Beispiel Wertschätzung zu bekommen, wo sie vielleicht das Gefühl haben, das bekommen sie sonst in diesem Unternehmen oder in dieser Gruppe nicht genügend, dann muss ich dafür sorgen, dass die Person auch wirklich gehört wird. Wie kann ich das tun? Mit den richtigen Formulierungen zum Beispiel. Also sagen wir, wir haben einen Dauerredner, wie heißt der? Quasselstrip. Quasselstrip, Herr Quasselstrip. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, Herr Quasselstrip, das ist sehr interessant, was Sie da sagen. Wir merken, Sie könnten endlos darüber reden. Gleichzeitig haben wir aber nur eine bestimmte Zeit und wir haben ja ausgemacht, dass alle zu Wort kommen. Oder ich sage, Herr Quasselstrip, ich würde jetzt mal kurz wiederholen, was ich verstanden habe, damit wir das auch in den Arbeitsprozess mit einbeziehen können. Und dann wiederhole ich das in eigenen Worten nochmal. Vielleicht kann ich ihn auch bitten, Herr Quasselstrip, könnten Sie vielleicht in einem Satz zusammenfassen, was wirklich wichtig ist für diesen Prozess? Dann kann ich das auch aufschreiben zum Beispiel. Oder Herr Quasselstrip, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Wir werden den aber hier mit den zeitlichen Möglichkeiten nicht behandeln können. Frage in die Gruppe, wo könnten wir denn das Thema speichern?
Das sind alles Möglichkeiten. Jetzt ist aber nicht so, dass wir immer die moderierende Person sind, sondern wir sind ja auch oft Teilnehmer, Teilnehmerin. Was können wir da machen? Wir können entweder versuchen, einmal kurz in diese Moderationsrolle zu springen und sagen, ich möchte mal kurz diese Diskussion moderieren, damit alle gleichzeitig zu Wort kommen und genau das machen. Dann muss ich das aber auch offenlegen. Ich schlüpfe jetzt in die Rolle der Moderation. Da kann ich dann auch Spielregeln vorschlagen zum Beispiel. Oder wenn es eine Moderation gibt, aber ich bin nicht der oder die Moderatorin, dann muss ich vielleicht in einer Pause mit der Moderation sprechen und sagen, da ist ein Ungleichverhältnis, macht was. Auch als Teilnehmende oder als Gesprächspartnerin kann ich natürlich wiederholen, was ich gehört habe. Paraphrasieren. Was die andere Person gesagt hat, damit sie sich wirklich gehört fühlt und damit ich es vielleicht auch wirklich dann dort, dass ich selber im Gespräch dort ansetzen kann. Genau. Herr Quasselstreb, ich fasse in einem Satz zusammen. Sie sind also der Meinung, dass so und so. Habe ich das richtig erfasst? Genau. Dann bringt man es auch auf den Punkt. Es kann auch helfen, eine konkrete Frage zu stellen, dass man nicht nur sagt so, na und was denkst du jetzt darüber, sondern sagt, in Bezug auf dieses konkrete Problem hast du da eine Idee, was man tun könnte? Ja, dass man nicht immer nur nach hinten denkt oder eine lange Geschichte bekommt, wenn man das nicht möchte, sondern ganz eine konkrete Bitte ausspricht. Ja, das waren so ein paar Ansätze. Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, darauf hinzuweisen, dass man unseren Kanal abonnieren kann, dass man dieses Video liken kann, dass man sich die früheren Videos anschauen kann und dass man unten auch Kommentare einfüllen kann. Wir werden die auch beantworten. Wir freuen uns natürlich über Ergänzungen und Ihre Erfahrungen mit dauerredenden Personen. Und wir wünschen natürlich viel Erfolg damit. Ciao. Ciao.